Einen wunderschönen guten Abend! Mittwoch, Assassin's Creed Brotherhood. Der zweite Tag steht heute an. Ich freue mich. Das letzte Mal war ja schon ganz interessant und wir haben die ersten zwei Kapitel ja schon abgeschlossen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich bin richtig gespannt und jetzt bestimmt eine E-Mail, dass ich live bin. Ja, geil. Muss ich mal ausstellen. Wie geht's euch? Alles fresh? Habt ihr die Woche bisher gut überstanden? Ich hoffe doch. Auf euch. Unscharf. Was soll denn Dippe? Oh, brav. Ist in Ordnung. Wenn ich so weitermache, bin ich der perfekte Weihnachtsmann. Glaube ich gar nicht abnehmen. Easy. Müsste ich mir nur noch was kaufen dafür. Ja, Leute. Endlich ist wieder soweit. Jetzt gibt's auch wieder volles Programm, ne? Morgen kein Rocket League, sondern morgen auch Assassin's Creed Brotherhood. Und am Freitag auch. Jeweils 19 Uhr. Und am Samstag bisschen andere Gönnung. Ab 16 Uhr dann Binding of Isaac. Wird geil. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Du musstete. Ich würde auch sagen, wir lassen jetzt hier nicht so, ne? Spring gleich direkt ins Spiel rein, oder? Ah, komm. Machen wir. Ich habe nämlich Bock, ich will unbedingt weitermachen. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Um Ezio und Desmond und überhaupt und der Edenapfel, hieß der so? Ich glaube, ja. Ja, komm. Reingehasselt. Also richtig. Ach ja, ich muss mich Ubisoft wieder anmelden. Die Geschichte. Dass es sich nicht speichern kann hier, ne? Go, go, go. Bild. Nice. Controller. Nice. Spiel. Nice. Ich. Nice. Ja, doch. Gönnung. Bluetooth-Box. Und Captain Schnitzel ist am Stissel. Ein wunderschön. Wie geht's dir? Endlich Feierabend? Oh, wow. Den willst du dir mit mir ruinieren? Uff. Uff. Ob das so eine gute Wahl ist? Ich glaube, wir sind in Rom. Dankeschön. Oh, Schiete, Krippe. Ja, das geht dieses Jahr richtig heftig um. Überall extrem hoher Krankennotstand. Heftig. Heftig. Ich stehe rum und bekomme Geld. Finde ich okay. Nehme ich mit. Ja, dann wünsche ich dir aber gute Besserung, Schnitzel. Wird schnell wieder gesund. Das geht so nicht. Okay, wir haben also in diesem Teil einen eigenen Unterschlupf. Das ist gut. Das ist gut. Wir nehmen direkt jetzt mal den ersten Aussichtspunkt hier mit. Nicht hoch? Ja. Was zum Himmel? Ist der hübsch? Das bin ja ich. Ne? Noch weiter nach oben? Ach, da. Dank dir muss ja wieder fit werden. Irgendwie muss ich dich ja dann mal in Phasmo durch die Tür schubsen. Nee, Phasmo gibt's bei mir nicht mehr. Nee. Mit dem Spiel bin ich durch. Nee.
Never. Nein, 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 nein! Irgendwie habe ich mich verklickt. Oh. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Bitte ignorieren Sie mich. Brauchen wir wohl was Neues? Ja, sieht so aus. Und ich brauche Skill. Aber das kann anstrengend werden. Bro? 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 Ich mach lieber diesen. So. Bisschen Kohle haben wir. Ich guck einfach mal, ob wir was Neues kaufen können. Um uns besser zu equippen. So, wir müssen die Schmiede erstmal renovieren. Ja, okay. Damit steigern wir unser Einkommen. Okay, das ist unsere Schmiede. Interessant. Bessere Stiefel. Armbrust. 12.800. Holy. Okay, Geschäftsauftrag erstmal beenden. Gegenstände verkaufen. Aha. Machen wir doch gleich mal. Tomaten sind sehr wertvoll, okay. Gut zu wissen. Wolle auch. Okay, so kann man auch noch Kohle verdienen. Ach, das ist mit Geschäftsauftrag gemeint. Nee, lass mal. Holen wir aber die besseren Stiefel erstmal. Ich reparier mal alles. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Ich auch, Baby. Okay. Die Quest ist am nächsten. Ne, ist ein Aussichtspunkt. Wo sind die Quests hier? Hier ist einer. Was haben wir hier? Schatz des Romulus. Ja, komm. Nehmen wir den hier. Also drei Parts für die Hauptquest. Ich denke mal, hier können wir einen Heiler aktivieren unten. Oh, ich habe gestohlen. Das wollte ich gar nicht. Sorry. Stehl mache ich so im Affekt. Kommt, lasst euch heilen. Prior Ugo hat mir den Knöchel von San Frediano überlassen. Er sei gepriesen. Was, der Knöchel ist gepriesen? Würde ich mal zum Arzt gehen. Hört her! Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede meines Bruders zu sehr attraktiven Preisen. Oh, warte mal, da ist ja noch was zum Aufbauen. Das würde ich auch noch schnell machen. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber... Eine Bank! Eine Bank? Sicher wolltest du. Die böse Ader kam durch. Maybe. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Suchen Sie eine Bank um... Okay, ich habe nicht gelesen. Nice. Aber jetzt mit Pferden in der Stadt, das ist schon anders wild. Muss ich schon mal sagen. Warum ist hier abgesperrt? Achso.
eine Bank, die ich mir ich auch renovieren kann, aber jetzt eben noch nicht. Alles klar. Was, Da Vinci? Den kenne ich. Das ist mein bester Freund. Ja, ich würde sagen, Rom ist riesig. Es wäre nicht so weit. Das ist doch so weit. Oh, nee, wir sind da. Oder wie mein Charakter sagen würde. Uah! Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Da bin ich richtig. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto! Aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Missere. Bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Menschenhändler, ne? Immer das Gleiche. Das nötige Geld abliefern, um die Besitzerin der Rosa in Fiore aus den Händen des Sklavenhändlers zu befreien. Und volle Synchronisation bekommen wir, wenn wir nicht schwimmen. Okay. Wo zum Geier muss ich denn hin? Und Bastisito, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Vielen Dank für den Kaffee, den brauche ich. Bin jetzt gerade nur irritiert. Wo soll ich hin? Ah, ich kann jetzt den Animus auch jederzeit verlassen. Okay. Ein Leben ohne Kaffee ist möglich, aber sinnlos. Und zwecklos. Bin ich early. Ah, da hast du vollkommen recht. Ich bin jetzt irritiert. Achso, ich muss die 2500 erstmal beschaffen. Okay, ich habe gerade eben ja schon aus Versehen Geld gestohlen. Das ist ja ganz praktisch. Aus dem Weg. Das wird euch eine Lehre sein. Ich habe natürlich gerade zu viel. Ah, ich habe renoviert, ne? Das ist halt mein Pech jetzt. Außen so zu verdienen, das ist ja. Falsche Waffe! Hände weg! Tschüss! Man sollte sich beim Klauen halt auch nicht erwischen lassen. Ach! Das sind bürgerliche Kategorien. Huch, meine Flaschen. Aber wenn das ja so ist, dann kann ich ja erstmal hier den Turm erklimmen. Oh, warte mal, den müssen wir auch erstmal. Dann machen wir doch das erstmal. Ist der da oben, ne? Oder dahinter? Auf jeden Fall gefährliche Zone. Aha. Wir können ihn also jederzeit töten.
Nein, hier kommt nicht einer. Da ist einer. Mist. Verdammt. Ich sehe nicht. Oh nein, du siehst mich nicht. Das ist aber ungünstig. Au. Springst du auch rüber? Ja, nice, wie praktisch. Danke. Ich bin keine Gefahr. Bist du nicht? Oh. Hab mich schon gefreut. Ja, okay, jetzt hätten wir tatsächlich noch den Hauptmann. Hey. Riskieren? Riskieren. Oh. Szene wäre Monty Python würdig. Hey! Mocken Sie mich nicht, Mr. Schnitzelchen. Ja, kann ich keinen Überraschungsangriff machen, der ist gut verdeckt. Wer bist du? Oh! Cool, ich kann schießen. Das wusste ich noch gar nicht. Mich juckt es, deinen Schädel als Amboss zu benutzen. Hau ab, ich habe genug Zeit mit dir vergeudet. Aber ich wollte ja nicht schießen. Ich wollte eigentlich einen Attentat machen. Ja, okay, dann nicht. Denn ich wollte auf den Turm eigentlich. Wieso werden alle zum getötet werden? Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Wir wissen halt, wie heftig ich bin. Aber mich ärgert es jetzt gerade ein bisschen, dass ich drei Gebäude renoviert habe, weil ich dachte, ach Mensch, das ist ja geil, wenn man das jetzt machen muss. Zack, kommt direkt eine Mission. Ach, wir brauchen übrigens hier auch noch Kohle. Mhm. Frech. Ganz freches Spiel. Ah, das ist da schon. Ja. Habe ich das gleiche gedrückt wie eben? Oh. Oh. Hab ihn. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wollte eigentlich wegrennen. Ich wollte wegrennen, ernsthaft. Ey, Spiel, lass... Wie kriege ich diesen Autofokus raus? Hab Hunger, weiß nicht, was ich bestellen soll. Beziehungsweise mir bestellt. Schnitzel ist raus, hatte ich schon zweimal. Oh, ja. Ey! Wie wär's mit Schnitzel? Nein. Schwierig. Also ich hatte heute nur Schnitzelbrötchen. Also auch Schnitzel. Ne? Ihr solltet euch schämen. Schäm du dich doch. Wache!
Ja, gut. Baldovinetti selbst malte dieses Meisterwerk. Er überließ es dem. Das müsste eigentlich theoretisch. Nochmal, wo sind wir gestorben? Verdammt. Den Überblick verloren. Ja, doch. Direkt hier. Mir schläft und ich habe Bärenhunger. Hey, und diesmal schreibe ich selbst von meinem Rechner aus. Immerhin. Das ist doch schon mal was. Ah, Mensch. Eigentlich müsste ich ja nur 20 Minuten warten, dann haben wir die Kohle. So viel, wie ich jetzt hier verdiene, so nebenbei. Alle Soldaten, Wachmänner, Söldner oder Milizen, die der Garde unseres allerheiligsten Vaters Alexander beitreten und für den Ruhm Gottes kämpfen. Dann bestell Pizza. Pizza geht immer. Achso, die Borgia-Türme haben generell. Ach so, ist das jetzt gestaltet. Okay. Oh, Scheiße. Die Bratenente klingt auch gut. Das stimmt. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Ja, das lässt mich ein bisschen feucht werden. Ist ja gern chinesisch. Oh, bei mir geht's so. Also Gebratenente definitiv. Den Reis definitiv. Und das war's schon. Ja, eigentlich nicht. Es gibt schon ein paar Sachen, die noch richtig gut sind. Und auch mal wieder chinesisch essen gehen, ja. Lang nicht mehr gemacht. Ich dachte, ich spring runter. Holy! Hey, hallo! Shiro, wunderschön! Da kommt ja der perfekte Mann, wenn es ums Essen geht. Wie geht's dir? Geht's dir besser? Hast du den heutigen und gestrigen Tag besser überstanden? Oh, Entschuldigung! Oh nein, wo ist der Geldbeutel hin? Ey! Ich war's nicht. Oh. Auch nicht. Oder so all you can eat. Mm, ja. Ab der Brücken heute und macht gerade noch von einem Snap auf. Mach doch nicht diesen. Lass doch mal den Rücken heile. Dafür könnte ich heute Überstunden. Konnte ich heute Überstunden abhauen. Nice. Das ist viel wert. Ach, jetzt könnte ich Attentat machen. Gerade eben ging es nicht. Hey. Ah. Ich habe schon wieder nicht ausgewählt, ne? Oh. Fuck, sind die stark. Zündet der mich ja schon wieder. Okay, hab schon verstanden. Ich mache einen Bogen um die. Man hat nur einen Rücken. Aber wem sage ich das? Bin ja auch nicht besser. Bin einfach eine Stunde später gekommen und bin dann um 13:15 nach Hause. Beziehungsweise tanken, einkaufen und dann heim. Hätte ich auch gern gemacht. Mache ich in 2 Wochen wieder. Ja, ich muss noch ein bisschen Kohle hier ranschaffen. Das wird jetzt gerade nicht so schön. Was investiere ich auch das ganze Geld?
hätte natürlich jetzt auch eine andere Quest auswählen können, aber nein, ich verstehe, wo es ums Geld geht. Und jetzt finde ich natürlich keine Truhen mehr. Das Spiel ist frech. Das Spiel ist richtig frech zu mir. Sieht eher riskant aus. Bist du betrunken? Die sind 2,50 groß und sehen aus wie eine Konservendose aus Panzerplatten. Klar sind die stark. Ja, ich weiß aber gleich so stark. Das ist frech. Sag ich dir, das ist einfach nur frech. Oh, wo bist du denn? Bleib hier oben. Naja, ich erreiche dich trotzdem noch. 36, das lohnt sich auch nicht so. Bei mir sind die Stunden halt morgen weg, wegen Monatsende. Ah, ihr habt das also genauso. Also gut, wir haben bis 24 Stunden kann man behalten, alles drüber ist verloren. Ja, kenne ich. Das ist nur wegen Corona jetzt so hoch. Ansonsten ist das deutlich niedriger. Bisschen belastend. Und Überstunden muss man die sofort verbrauchen. Es gibt Firmen, da musst du die sofort verbrauchen. Oder du hast sie verloren. Bei mir ist Vertrauensarbeitszeit. Überstunden existieren nicht. Ist auch nicht verkehrt. Auf gewisse Art und Weise. Es hat alle seine Vor- und Nachteile. Das ist es halt. Neue Mitglieder für die päpstlichen Streitkräfte. Es sind Positionen bei der Miliz sowie auch Reservisten zu besetzen. Was laberst du? Warte mal, habe ich vielleicht irgendwas gefunden, was ich auch verkaufen kann? Theoretisch, gerade eben beim Ausrauben. Ich glaube, ich gehe mal zu meinem Leben zurück. Wo war mein Unterschlupf? Ixe, Binze, Blinze. Jetzt ernsthaft. Da ist ein Schmied, der nicht freigeschaltet ist. Ich muss ja eigentlich... Da. Da will ich hin. Überstunden sind in meinem Vertrag halt nicht vorgesehen. Ja, richtig. Ist es rechtskonform? Ich kenne mich da nicht aus. Selbst ich habe noch locker über 70 Überstunden. Es kommt immer drauf an. Also, es ist rechtlich möglich, ja. Dass man sagt, hier Überstunden verfallen zum Monatsende. Aber das ist halt auch ein Kostenfaktor für die Firma. Wenn du Überstunden mit rüber nimmst, muss die Firma Rückstellung bilden. Bei uns muss es noch gesondert genehmigt werden, wenn wir über die Grenze rübergehen. Erfordert halt massiv Disziplin, nicht zu viel virtuelle Überstunden aufzubauen. Ja, das fühle ich. Das fühle ich. Ja. Kenne ich nur zu gut. Sag mal, was passiert, wenn wir hier mit ihm sprechen? Kann ich nur Geld abgeben? So. Da landet das Geld jetzt. Okay. Okay. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht traut. Du bist so niedrig, dass ich meine Augen... Ja.
Naja, ich kann ja nicht alles auf Lager haben. Achso, ich hab nichts zu verkaufen, ne? Ne, da ist es ja. Dann ein anderes Mal. Das Tauschen, die Disziplin habe ich. Ich darf diese Disziplin momentan nicht ausführen. Ja. Steht im Vertrag, bis zu x% Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Oh. Ja, die Option gibt's auch. Ist das dann mit Unterstunden genauso geregelt oder müsste dann eigentlich? Also dafür, dass wir bis 24 Stunden mit rübernehmen dürfen, haben wir aber auch die Möglichkeit, bis minus 24 Stunden runterzugehen, ohne dass was gesagt wird. Das natürlich nicht. Dann finde ich das schwierig. Dann finde ich das schwierig. Das müsste eigentlich dann immer 1:1 sein. Also wenn in eine Richtung, dann bitte auch in die andere. Oh, guck mal, der braucht Kohle. Er hatte Kohle, danke. Also mein Verständnis sagt, das muss ausgeglichen sein dann. Er ist halt nicht vorgesehen, ja, gut. Ja. Ohne Flachs, bei uns geht im Moment gar nichts mehr ohne Überstunden seit ungefähr 3 Wochen. Ja, und das wird jetzt auch noch schlimmer. In vielen Bereichen. Das wird noch schlimmer. Der Vertrag basiert auf 3-Schichtarbeit. Da kommen eigentlich keine Überstunden auf. Ja, okay. Dann verstehe ich auch, dass Unterstunden auch nicht geregelt sind. An diesen Preisen kommt man nicht vorbei. Halt! Schaut her! Ihr werdet sicher nicht enttäuscht! Ich brauche Kohle. Jetzt finde ich natürlich keine Truhen, weil ich bin blind. Und muss hier unbedingt investieren. Warum habe ich mir die Stiefel gekauft? Waren auch schick, ne? Die waren auch schick. Oh, ihr hattet hier Geld dabei. Ja, sowas aber auch. Man hat mich beraubt. Oh mein Gott. Auch bei meiner Position halt dezent wenig Sinn. Inwiefern? Wobei ich sagen muss, die sind selber dran schuld. Habe ich es denen gesagt? Aber naja, selber Chef müsste man sein. Ja, dann kann man was bewegen. Ich spreche aus Erfahrung. Oh, wow. Ich habe mich schon kurz gefreut, aber nein, in diesem Spiel sind Säckchen nicht mit Kohle bedingsbumst. Jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das war gut. Will ich aber nicht. Was ist hier? Ein Unterschlupf, ne? Wahrscheinlich. Ich fertige auch eine große Auswahl an Verzierungen für Balkone, Säulengänge. Das ist auch schon so eine Verzierung. Ich bin auf sie geklettert wie ein Rüpel. Bei Instandhaltung, da macht das schon mal Sinn, Überstunden machen zu können, wenn halt eine Maschine mal kaputt ist und Sachen dringend sind. Ja, okay. Nachvollziehbar. Dafür hat man auch Leerlaufphasen, ja. Theoretisch. Da muss es natürlich gesondert geregelt sein eigentlich. Oh. Oh. Ich musste zu Hause raus. Kohle. Angefangen, mich anzuschreien. Kohle, Kohle, Kohle. Und wir sind sogar in der Nähe.
Wollte der mir eine ballern? Hat der ein Glück, dass er Zivilist ist? Frech. Und passt ja. Doch runtergefallen. Nice. Noob. Wieder was von mir? Nee, ne? Sackgassen Power, wuh! Was zum Teufel tut er da? Ich klettere, weil ich das kann. Du nicht. Oh, wir sind da. Wo ist der lange? Was war das denn? Okay. Beschäftigt, Leute. Entschuldigen Sie mich. Seid ihr wegen der Hure hier? Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Wow! Was für ein Arschloch! Also, ne? Fand ich nicht nett. Das fand ich nicht nett. Aber ich habe mein Geld wieder zurück. Immerhin. Überaus interessanter Kampfstil. Ja, das ist viel einfacher. Also. Außer natürlich, die Gegner werden etwas stärker. Denn. Jetzt kritisch. Aber so vom Prinzip her. Läuft das? Im Moment ist das echt der Wahnsinn, was bei uns abgeht. Wir werden immer weniger, die Leute leiten und ausbilden und die dann neu sind, immer und mehr. Ja. Oh, fuck. Also wir gehen schon jetzt alle im Stock und noch dazu die viel Bestellung. Ich hasse Weihnachten. Ja, fühle ich. Das fühle ich so sehr. Jetzt gerade richtig wild, was abgeht. Ey! Ja. Und? Bist du beeindruckt? Sag ja, bitte. Please. Please. Eine gewisse Bestürzung geherrscht hat, weil Donna Lucrezia während seiner Abwesenheit seine Pflichten muss ich jetzt über die Brücke oder nicht? Ah, dass es da noch kein Navi gibt in diesem Spiel. Ich muss rüber. Schwimmen nicht. Oh. Ach, egal. Kann ja klettern.
Gibt es eigentlich schon Schnellreise in diesem Teil? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich noch nicht. Ah, muss ich nach oben? Ja. Da ist die Kiste. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein, oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Stimmt. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus. Und ich will, dass die Dirnen Caterina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Okay, interessante Entwicklung. Das hier hätte ich gern. Ach, mit den 2500 jetzt renovieren. Wo ist er denn? Irgendwas auf der Karte gesehen, aber... Immer lieber zu dem Zielpunkt. Achso, das Pferd kam. So, let's do it. So ein Bordell ist wichtig. In jeder Stadt. Ein hübsches Stück Arbeit. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Caterina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Okay. Was sind jetzt für Quests? Copernicus? Versteck von Romulus. Okay. Sagen, die nächste Hauptquest. Erinnerungsanfang? Achso, passt schon. Geht's hier raus? Ja. Ah. Hallo? Gut, die Sahnen sind wichtig. Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so?
Ich gehe mal zum Heiler. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da so ein Gespür. Ich bin mein Ründchen Phasmo. Ja, mach das und erschreck dich schön. Viel Spaß dabei. Ach komm! Was mach ich denn? Ich bin ja schlimmer als Monty Python. Uff. Jo, bis dann. Also in Sachen Klettern und Springen werde ich es nie raus haben. Das ist ja böse. Impertinenz? Mhm. Bin mir sicher. Hast du was für mich? Oh. Das läuft ja. Edle Herren, nur ein kleiner Aufpreis für meine unbezahlbare Heilung. Ich muss noch mal gucken auf die Karte. Eigentlich ein bisschen blöd gelaufen hier. Oh, weiß nicht. Direkt um die Ecke, ne? Hätte ich vorhin brauchen können. Oder ist sie jetzt erst aufgetaucht? Ich meine, da war ich schon oft. Wirklich oft. Ziemliche Ruinen hier. Wie den Handel in der neuen Welt aufbauen. Die Versklavung der Ureinwohner wird fortan von seiner Heiligkeit in der Hoffnung getiegen. Ist das noch weiter draußen? Tatsache. Ist da hinten noch eine Brücke oder so? Ja gut, wir können ja auch erstmal den Turm hier schnappen. Er ist verrückt geworden. Ja, ist er. Stirb. Wartet! Haltet! Achso. Geh du doch runter. Ich bin hier beschäftigt. Lassen Sie mich. Das ist mein Job. Verrückt werden impliziert hier, dass man vorher normal war. True. Du bist so schlau. Ah ja, du hast recht. So, was sagt die Karte? Die sagt, es gibt hier einen Weg. Ach nee, das ist...
gibt keinen Weg, das ist das Wasser. Aha. Die sagt, ich hätte da hinten über die Brücke gemusst. Egal, ich schwimme jetzt rüber. Ist hier nicht weit. Mau! So da? Ja. Sehe ich ja nicht. Verstehe ich. Tag die Herrschaften. Sind sie öfter hier? Ezio. La Volpe, ich bin überrascht, euch zu sehen. Und was treibt euch vor meiner Haustür? Wartet, ich kenne die Antwort. So wie immer. Ihr wollt meine Spione einsetzen. Dann helft mir. Um Machiavelli zu helfen? Nein, danke. Dieser Mann verrät unseren Orden. Ein ernster Vorwurf und das von einem Dieb. Habt ihr Beweise? Er war Botschafter am Hof des Papstes und ist als persönlicher Gast von Cesare gereist. Ich weiß auch, dass er euch kurz vor dem Angriff auf die Villa verließ. Machiavelli mag nicht allen gefallen, aber er ist Assassine. Kein Verräter. Mich überzeugt das nicht. Aber auch den Verdacht, dass er es war. In diesem Moment trifft er jemandem im Trastevere. Wollt ihr mich begleiten? Ich folge euch. Juhu, eine Folgequest. Doppelagent. Machiavelli zusammen mit La Volpe belauschen und La Volpe überreden, sich wieder der Bruderschaft anzuschließen. Let's go. Noch keine Folgequest. Er ist schon vor. Warum bin ich nicht mitgelaufen? Okay, den ganzen Weg wieder zurück. Ich schwimme. Ja. Wie gering Verdiener. Ach, gucke mal, da wäre ich gar nicht nass geworden hier. Doch unten. Oder hier? Hier. Ach ja, wir wollen ja belauschen. Und was haltet ihr davon? Was ist denn da los? Verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige ich. Los, holt euch die anderen. Okay. Oh, jetzt ist... Warte, hab dich.
Nein! Hörst du auf? Ja, den einen hast du nicht geschafft, wa? Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Und Yamo. Gesucht. Na toll. Ist es weit? Es geht. Er wird noch so laufen können. Ha. Hätten wir nicht. Was? Es. Es. Mach doch nicht diesen. Kannst du klettern? Nee, kann er nicht, der ist ja verletzt. Komm mit, Claudio. Ups, sorry. Die Frage rechts rum oder links rum? Ja, passt. Sehr gut. Qui. Claudio. Molte grazie, messere. Taucht eine Weile unter. Gerne doch. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Oh ja, bin ich Profi drin. Ja gut, jetzt gibt es in diesem Teil wieder das mit den Steckbriefen. Aber jetzt anscheinend auch Amtspersonen töten und bestechen. Alles klar. Ach, und das soll ich jetzt definitiv so machen. Okay. Alles klar, ich habe verstanden. Was gibt es noch? Easy. Was ist hier geschehen? Das ist... Steigt jedes Mal, wenn sie eine illegale Aktion easy ausführen. Peasy Lem Squeezy. Genau. Richtig schön von hinten genommen. Easy. Jetzt wieder raus hier. Alles klar. Mach doch mal das Tor auf. Sag mal. Entschuldigung. Auch nicht gesehen.
Ne? Guten Tag, mein Freund. Let's talk. Was war das für eine Nacht? Wolpe, hört mich an. Nacht? Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Muss ich jetzt da auch Geld investieren, oder was? Ja. Okay. Hey, zu dir oder zu mir? Okay, jetzt ist er weg. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Investment-Simulator 2010, oh ja. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Oh, werde ich. Okay, es hat mich nichts gekostet. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Okay, muss raus. Oh, hier ist gleich direkt ein Turm. Und dann reiten wir hier hin. Ach, das... Ah, okay. Jetzt, wo wir es renoviert haben, ist es ein Turm. Der Turm de Taverna. Oder so. Oder wie. Nice. Also das Gebiet ist schon ordentlich größer als vorher. Das muss man schon mal so festhalten. Sind halt Diebe. Vermutlich hast du dafür bezahlt, ohne es zu merken. Nee, ich habe immer noch genauso viel im Beutel. Ach, das seht ihr ja nicht. Hier, ich habe noch 1984 Franken. Gerade eben hatte ich noch 1700. So. Ich habe nichts bezahlt. Ich vergesse immer, dass meine Fresse davor ist. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, Franken. Ich vergesse immer, welche Währung das ist. Das nenne ich dann lieber Franken. Ich habe 1984 Franken in meinem Keller. Ich habe die alle selbst entführt. Ganz schön schwer. Muss er jetzt nicht hoch, oder? Florin, soweit ich weiß. Stimmt, stimmt. Aber Franken hört sich auch cool an. Ich meine, das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, das war eigentlich das Fränkische Reich. Also, wird das ja Sinn geben? Ist gar nicht so abwegig.
der päpstlichen Garde tritt am ersten Tag des Monats in Kraft. Toll, jetzt habe ich Bock auf Europa Universalis. Schlimm. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Oh, sorry. Wenn ihr nicht aufpassen könnt. Oh, die hatten damals schon Donnerstag. Und den haben wir erst morgen. Die leben in der Zukunft, in der Vergangenheit. Was? Das ist die zukünftige Vergangenheit. Danke. Wenigstens einer weiß es zu schätzen. Tschüss. Oh, Sperrzone. Das hier jetzt nicht so cool. Aber hätte ich mir auch denken können. Das hätte ich mir auch denken können, dass es... Ey, ich wollte hier reingucken, ja? Blödes Pferd. Oh, ich glaube, die sind tot. Ja, das bringt dir fast nichts, das Blinde. Oh. Hier darf ich nicht runter? Der Fetti, ne, vor dem habe ich schon ein bisschen Respekt. Okay, jetzt habe ich keinen Respekt mehr. Der liegt ja! Holt ihn euch! Ey, ich dachte, ich hätte die Waffe ausgerüstet. Dann halt nicht. Nicht hier ständig die Waffe Bro. Und was ist deine Mission? Mit meinem Pferd? Es gibt ja jetzt Lasagne. Ganz neu in diesem Spiel. Och nö, komm. Läufst du zu deiner Mama? Du solltest schneller laufen, Kerl. Hab ihn. Oh, ich merke gerade, hier darf ich gar nicht rein. Das war total unnötig. Wie geil. Scheiße. Das war ja unnötig. Das ist ja belastend. Oh mein Gott. Wie dumm war das denn jetzt? Aber habe ich noch Medizin?
Ja, ne? Wusste ich gar nicht. I think I have to go hier rein. And now I do this. Ihr wandert im finsteren Tal, wenn ihr nicht kommt und euch regelmäßig untersuchen lasst. Die will ich aber nicht reden. Sorry. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Pente ist sie hübsch? Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene, meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Wollte ich auch gerade sagen. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist jetzt schon viel erlebt. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Okay, zwischen Baum und Borke. Den Borgia-Hauptmann der mit seinen Truppen die Kaserne angriff. Deswegen darf ich nicht rein. Jetzt ja. Damit sich die Söldner auf den französischen Angriff konzentrieren können. Okay. Huch. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Oh yeah! Quasi, wunderschön! Und liebe Raider, herzlich willkommen bei der geilsten Kaffeemaschine EO West. Vielen, vielen Dank für den Raid. Ding ihn um. Ja, versuche ich gleich, ohne dass ich mal sterbe. Ein wunderschön, wie geht's euch? Und damit ein wunderschön Four Strings und Trixer, ihr Verrückten. Ne, hattet ihr noch Spaß bei Dark Souls? Noch oft genug gestorben? Ich meine, ja, ich bring ihn ja schon um. Ja. Versuche ich ja. Möchte ich ja. Irgendwie. Warte mal, ich muss erst mein Schwert zücken. Das dauert. Das alles. Ich hab's wieder eingesteckt, ne? Mach doch jetzt mal mit. Weiß nicht, was passiert ist. 20 Tote circa heute. War so, naja. Ach, das geht doch. Das geht doch. So, der ist hier unten. Der ist geflohen. Deswegen. Oh, sag das doch. Mit einem Satz in der Abmoderation hier rübergeworfen worden. Ist doch auch cool. Der ist einfach abgehauen. Oh, fuck. Warte mal. Ich kann rollen. Geil. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss hier durch. Oh, das war ja einfach. Oh, du bist auch noch. Warte. Ah, du liegst so schön. Hier. Schmeckt's? Ach. Eine Mission war es auch nur. Oh, ich kann die runterziehen, ernsthaft. Bisschen ja doch einfacher als gedacht. Ich habe ihn jetzt gekillt. Was ist jetzt? Ah, Turm anzünden. Das kann ich. Da bin ich Experte drin. Eins im Momento. Wo sind die Wachen? Die Wachen, die schlafen. Obwohl sie wach... Ja,
Ach so. Nee. Diesen Sprung fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Vielleicht den hier? Ja, let's do it. Komm. No risk, no fucker. Au. Ey. Ich hab die doch eben gekillt. Kann doch nicht sein, dass die jetzt wieder da sind. Ist ja frech. Aber es ist keine Sperrzone mehr. Das heißt, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Erstmal hier, diese Idee. Ah, spring doch nicht so weit weg hier. Diese Idee. Und dann jumpen wir rüber. Ich habe eine bessere Idee, wir schwimmen. Fühle ich sehr. Ja, schwimmen wir besser. Jumpen kann jeder. Alter, ne? Und ihr Lieben, ich würde gerne einen Shoutout raushauen, aber es ist gerade kein Mod da. Fühlt euch sehr gerne dazu verpflichtet, bei Quasi mal vorbeizuschauen. Richtig geiler Content und super Streamer. Unbedingt Herzchen da lassen. Schwimmen ist gesund. Ja, habe ich auch gehört, aber wenn man dabei stirbt, dann nicht so. Und ich bin Sterben Main. Ah, da komme ich nicht hoch, wa? Noch einen rüber. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hier gerade hochjumpen soll. Ach, da. Canceln kann ich auch. Nee, da komme ich nicht hoch. Hier. Bin also komplett falsch rum. Lights. Also ich muss schon sagen, in Zelda hat mich das schon aufgeregt, das Klettern. Und hier, ne? Es hat sich nicht geändert. Ich glaube, der kommt auch gar nicht hoch. Machen wir diesen hier. Ich glaube, ich mache erst die Synchro und dann wird verbrannt. Schon. Reicht das? Nee, immer noch nicht. Puh. Das war eine schwierige Geburt. Weißen Stein. Und jetzt? Anzünden. Das war schon so. Habe ich so vorgefunden. Okay. Wo komme ich am schnellsten raus hier? Ist ein bisschen kalt. Das fühle ich leider. Oh, das ist ein Aufzug. Das ist noch besser. Das ist noch besser. Du schaffst das? Das? Nee. Und das hier? Nee. Das hier jetzt belastend. Ich kann jetzt hier hoch, aber mehr nicht. Oh, wow. Ich kann den Weg hier gehen. Okay, dann gehen wir den Weg. Wenigstens ist eine Kiste da.
Show me what you have. Tomaten, die sind wertvoll. Easy. Pferd kann ich hier nicht rufen. Warum auch immer. Jetzt. Ach ja, Pferd kommt da nicht durch, durch das Tor. Logisch. Hab vergessen, dass Pferde größer sind, ja? Ach, das ist kommt. Gehen einfach den Weg. Ich glaube, das ist besser. Hoffe ich. Bin mir nicht mehr sicher. Tag, guten Tag, ich bin euer Erlöser. Servus, Jitsi. Ach ja, stimmt, wir müssen da hier wieder rein. Alles gut, wir sind richtig. Achso, du hast auf. Ich bin hier, hallo. Hallo. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Okay. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Okay. Ach, welch ein Zufall, dass der Architekt direkt hier steht. Nein, nicht Pferd. Architekt. Das wird wohl genügen, nicht? Unhöflich, ihm zu ins Ohr zu verfehlen. Nein, der steht drauf. Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Ich würde schon sagen, wo läufst du hin, aber ja, das ist eine Treppe. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehm diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Ja, aber wird er auch erscheinen? Keine Info. Schade. Hier ist die Quest. Ach. Unser Unterschlupf ist das nächste Ziel. Okay. Aber Schnellreisen gibt es tatsächlich nicht, ne? In dem Teil. Noch nicht. Oh, was ist hier? Oh. Ach, das arme Herz. Der Turm kann man, ist auch keine Schnellreise. Okay, dann nicht. Wenn nicht, dann nehmen wir Pferdchen. Vielleicht. Ah, vielleicht kommt das ja auch erst noch. Ja, wer weiß. Also... würde zumindest Sinn ergeben, in so einem größeren Teil, also größeren Welt, dass man damit einer Schnellreise unterwegs sein kann. Wie reite ich jetzt am besten? Eigentlich egal, in welche Richtung war. Aber geradeaus runter machen wir jetzt. Okay, jetzt bin ich doch irritiert. Was?
Rechts rum, ne? Ja. Vielleicht sagt er. Dann bin ich ein bisschen gespannt, wohin uns diese Reise noch führt in diesem Lager voller Gegner. Wo ich einfach mal aus Versehen reingelaufen bin. Sorry. Ich wollte hier lang. Tschüss. Och, das ist, unglücklich gelaufen. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur nett sein und Hallo sagen. Muss ich hier jetzt nicht einlassen? Pferd ist echt anstrengend. Da waren die anderen Teile besser. Finde ich. Oh, kannst du nicht einfach rüberspringen? Wie so ein Assassinenpferd? Hast du schon mal von Pegasus gehört? Der ist cool. Achso, nee, ich hätte sagen müssen, ne. Batman! In White. Veranstaltet er zu seinem Jubiläum am Campo dei Fiori ein großes Fest. Zur Unterhaltung werden alle Hunde der Leone exekutiert. Oh, wir sind ja gleich da. Wo war der Zugang? Ich glaube hier. Da links rein, ja. Nice. Da läuft der Lachs. Machiavelli, wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen. Und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, ich bin gut. Machiavelli. Ich bin sehr gut. Tugend? Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Okay. Dann, ne? Machen wir das. Serezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt.
Molto bene. Okay. Kollektive Intelligenz. Ja, ich bin intelligent. Oh, Sequenz 3 beendet. Oh, schön. 3 Renovierungsarbeiten. Sequenz 4, Höhle der Diebe. Wahrscheinlich kriege ich jetzt kein extra Geld, oder? Ich habe eine große Auswahl an Spadoni. Nur leider sind die meisten versehentlich verschickt worden. Ah, wir könnten ja auch in der Bank gucken, wie viel da jetzt ist. An einen anderen Kunden. Ich bin mir sicher, er wird. Hallo, Chef! 1600? Jo, er damit. Ist immer noch zu wenig, aber immerhin. Ich's kann, mein Freund. Weil ich's kann. Ich frage mich immer noch, welchen Zweck es hat, einen Steckbrief da oben ranzupappen, wenn die Leute unten sind, um das zu sehen. Bei mir soll es recht sein, aber... I don't understand. Ganz ruhig, wenn du kacken musst, dann geh. Damit auch die Assassinen den sehen können? Ja, aber das ist doch kontraproduktiv, oder nicht? Die Assassinen, die würden mich ja nicht hier, ne? Die wären ja nett. Darf ich's? Ja, ich bin gut. In den von der päpstlichen Garde kontrollierten Bezirken benötigen eine schriftliche Genehmigung. Bei Zuwiderhandlung. Das grenzt ja an Selbstverstümmelung. Das, dass du einfach rumstehst und nichts machst, ja. Fühl ich. Muss auch dumme Menschen geben. Und dumme Assassinen, ja, hast recht. Da hast du recht. Wollte aber hier rüberschwingen. Ja, das war schön. Au. Oh, das war dein Kopf, sorry. Gib mal so einen Weg hier. I have something to do. With Sam Müllers Kuh. Mal da weggehen. Danke. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Fertig. Was gibt's denn Schönes? Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig? Chiudi la bocca! Niemand beleidigt die Borgia! Doch, ich. Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet! Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein! Eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete.
Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Ich komm vorbei. Halt mir das Essen warm. Bin gleich da. Uiuiuiui. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt tatsächlich Bürgersteiger gelesen. Also, Bürgersteiger. Die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Fettuccine mit Rindersteak und Jägersoße. Hätte ich jetzt echt Bock drauf. Obwohl ich satt bin, ich hätte Bock drauf. Ach, das ist die Engelsburg. Ist noch eine Portion da. Paula hat hier ihr eigenes Essen. Nice. Da sehe ich mich. Oh, da sehe ich mich auch. Das sieht gut aus. Das natürlich nicht. Aber, wie Four Strings schon gesagt hat, Schwimmen ist gesund. Und nass. Schaffst es. Achso, war jetzt nur ein Checkpoint. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich nach oben. Oh, fuck. Ja, okay, ich wurde entdeckt. Egal. Hey, Frotchi, guck mal, was ich hier hab. Ich wollte gerade sagen, lutsch mal dran, aber das hat einen falschen Text hier. Ich weiß auch nicht. Nee, das fühle ich nicht so. Vergesst den Papst, die untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Okay. Wer überlässt uns Roma? Sie ist in guten Händen. Da hoch. Oder wie? Mich da jetzt hoch. Okay, doch so einfach. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das sah doch ein bisschen zu glatt aus. Der Assen! Der Assen! Aber ich wollte nicht hochspringen. Der Assen war hier! Ihr kennt ihn nicht, den Assen. Die Frage, muss ich nach oben oder muss ich hier unten bleiben? Wow. Wow, Freundchen. Wow. Was war das denn? War auch nicht das, was wir machen wollten. Ja, kaum bin ich oben, schon sehen sie mich nicht mehr. Uff, ich bin der schlechteste Assassine EU West. Aber so richtig.
So. Okay, jetzt geht's nach oben. Ah, ich kann die Taste loslassen, Gott sei Dank. Ich muss mich kratzen. Und wer kratzen verliert, heißt das hier eigentlich. Lucretia. Nehmt euch ein Zimmer. Achso, habt ihr schon. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Jetzt ab hier. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Okay. Ich glaube, die hat Bock. I believe I can fly. I believe I can kiss the Bordstein. I believe I have no cheese. Wir machen den Game of Thrones Move. Ja, richtig. Ah, ich hätte vielleicht hier mal warten sollen auf die Info. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Lannister oder wie die hieß? Ja, richtig. Die Lannister, ganz genau. So, wo muss ich jetzt hin? Wieder nach oben? Oh, wow. Ach, da. Geht das? Geht nicht. Okay. Ey, kann ich bitte so weit runterspringen, dass ich auch sterbe? Und so? Weil... Kann ich das jetzt bitte nochmal laden? Nö, kann ich nicht. Er ist mir bekannt. Könntest du mich kurz töten? Das wäre... Achso, warte mal. Das wäre voll mega. Schneller! Eccolo! Tempo! Packt ihn! Au. Heute noch? Ich denke jedenfalls, die Borgia sind dezent älter als Game of Thrones. Ein bisschen schon, oder? Ich weiß gar nicht, von wann die Bücher sind. Aber könnte durchaus sein. Ja, nochmal. Ach, es ist das wieder. Also es heißt, das Spiel dauert nur 15 Stunden. Wenn ich es mache, 30. Die Bücher sind noch geschrieben von einem Mensch, der aktuell noch lebt. Als werden sie wohl unter 100 Jahre alt sein. Ja, richtig.
Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Gut, dann werde ich eher versuchen, nach oben zu kommen. Nee, ich glaube auch nicht. Ach, nach unten! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Uff! Wie schlecht bin ich denn? Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Da ist jemand eifersüchtig. Der ist tot. So ist aber auch. Sehr ungünstig. Wie ihn gelaufen. Was denn? Achso. Du wolltest. Oh. Hab nicht bedacht, dass du leben wolltest. Das tut mir jetzt aber leid. Prinzessin. Okay, der kriegt das gar nicht mit. Geil. Ezio, was machst du hier? Was wohl? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Verstehe ich gar nicht. Femme fatale. Den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia besorgen. Okay. Und ich habe E-Mails erhalten. Wo muss ich dafür jetzt genau hin? Wahrscheinlich weiter unten, ne? E-Tauben, ja! Die öffne ich. Oder heißt das zu dem Zeitpunkt noch sezieren? Quäß ja nicht. Okay, nach unten ist falsch. Dann gehe ich nochmal nach oben. Ich glaube, das war auch falsch. Das sieht schon gehoben aus. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern.
Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Kann ich nicht einfach die Tür aufmachen? Lucrezia, deine Lippen rufen nach mir. Ja. Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Kommt drauf an, ob die E-Taube Ende zu Ende verschlüsselt hat. Ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Nicht lecker. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Au. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Ach so. Ach, ich soll sie nicht töten. Fand ich aber gerade passend. Ja, sorry. Du bist schneller als wir. Lass mich los. Das war's für Jetzt komm schon. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, Freund schon mal verwechseln, werde ich richtig. Euch die Zunge abschneiden. Okay. Die kann aber... Die verarscht mich! Die verarscht mich! Ich wollte die Waffe nicht hinlegen. Jetzt stirbst du. Okay. Aber du zuerst, ja? Ey, was hatten die für ein Höschen an? Reine. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Es wird immer schlimmer. Er läuft einfach an mir vorbei. Mehr, das wird immer schlimmer. Wo ist er? Wo ist er? Wer? Achso. Achso, ich bin hier. Ja, stimmt. Ich bin hier. Bitte? Danke. Oh, jetzt steckt es wieder ein. Was soll denn das? Oh, jetzt rennt die wieder hoch. Nee, wir... Ah!
Das ist wohl... Egal. Wir gehen dann mal schon mal vor, ja? Wir nehmen dich. Ey, ich habe sogar eine eigene Eskorte. Wie geil ist das denn? Wow. Ich hab schon genug von. Ich wollte meine Waffe aufnehmen. Oh, die alte ist ja anstrengend, du. Da ist immer noch die Wacke, die ihr, beschäftigt ist. Euer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Genau, so wie Trickster jedes Mal schreit. You are dead. Die Frauen durften nicht heiraten. Und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Pen, einfach so. Das habe ich jetzt wieder nicht. Hier, so, jetzt Rainer. Ey! War auch nur immer, wenn ich dich ansehe. Oh, wie lieb du bist. Warte, was? Du ihr kommst habt jetzt die Auswirkungen mit. Eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Bla, bla, bla. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Was soll's, meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. Ist noch eins runter, ne? Das bringt's ja, wenn du direkt in... Oh, scheiße. Klingt's ja voll, wenn du in meine Arme läufst, ne? Oh, die andere Seite. Was, auch nicht? Ach doch, hier. Nee, hä? Warte, was? Ich hab mich verlaufen, Chat, scheiße. Ja, scheiß die Wand an. Der lebt denn noch? Stimmt, ich hab die nur verprügelt. Muss ich jetzt hier hinten rum? Dann runter? Nee, hier geht's auch wieder hoch. Scheiße! Ach nee, jetzt sind wir richtig. Okay. Wie, du haust jetzt nochmal ab. Oh. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Ich auch. Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Die Bürde, die wir tragen. Was für ein Titel. Mit Katharina aus der Burg fliehen und die Stelle erreichen. Okay, wird immer noch nicht besser. Warte hier. Als hätte ich eine Wahl. Lasst mich. Ah!
Komm her, Schatzi. Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Oh. Man könnte nicht meinen, dass er sie rettet, sondern gerade was anderes macht. Aber ist okay. Eben sein Liebstes. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Ja, ich verstehe es. Erzähl ruhig weiter. Ich höre dir zu. Mhm. Ach, ah, hier muss ich wohl raus. Unser Mann sein. Seht. Naja, hier geht's nicht raus. Aber hier. Ob ich sie liegen lassen? Was bist du denn hier? So eine Frau verlegt man auch mal schnell. Das ist assi. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. Katharina, haben Sie... Hat Cesare... Nein. Mein Name muss immer noch etwas bedeuten. Ich blieb verschont. Ja, Gott sei Dank. Wag es nicht. Und direkt auf ihn landen. Oh. Das könnte er. Filio di Putana, tu so etwas nie wieder. Doch. Das ist mein Job, das wissen wir. Komm her, Schatzi. Schenk mir ein Foto. Dann schicke ich dir auch eins. Ich schicke dir sogar eine E-Mail. Willst du nur nicht wissen, was das ist, aber ich krieg schon welche. Es wird von dort drüben geöffnet. Ja, dann öffne es doch selbst. Was? Los? Bin ich. Ja, ich kehr gleich zurück. Alles gut. Das muss so, was ich hier mache. Ich tue mir sogar extra weh für sie. Weil ich sie so lieb hab. Einfach ein Pferd nehmen. Nice. Schnell, Ezio. Dieses Gestöhn und dann. Schnell, Ezio. Das war gut. Hüter von Forli. Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zu Pferd eskortieren. Okay. Konnte noch nicht mal ablehnen. Was soll das denn? Also, wie muss ich denn jetzt reiten? Das ist schon mal nicht geradeaus. Wo müssen wir überhaupt hin? Ist mal raus. Ah, voll.
nicht entwischen! Da, die Brücke. Hey, dir Bruder! Zu weit entfernt? Was soll das denn jetzt? Die ist doch da! Die ist doch da! Die... Bro! Mach doch nicht diesen! Doch, werde ich. Oh, ich hab mein Pferd verloren, aber ist okay. Reite zur ich hab wieder ein Pferd. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf dich. Alter. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück. Ablenken? Sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Ich kenne dich ja. Was muss ich denn jetzt in der Zeit schaffen? Fuck. Aber ich kann es mir auch nicht überleben, ja, denke ich mal, ne? Aber nicht so. Der hat die liebe Umarmung. Was war das? Okay, hat funktioniert. Easy. Oh, jetzt habe ich wieder fallen lassen, ne? Okay, tschüss. Ich sagte tschüss. Ach, verdammt. Ja, noch nicht gesehen. Ja. Hey. Freiheit. Puh. Easy. Easy.
1736 im Bankdressur. Ich bin reich. Ich bin reich. So unfassbar tot. Ja, glaube ich. Glaubst du, du bist schneller als wir? Verdammt, der ist weg. Oh. Oh. Dies ist hier eine Sackgasse. Perfekt. Ah, Mist, hat mich schon wieder. Und hat mich wieder nicht. Aua. Aua. Männer terrorisiert, die für Recht und Ordnung sorgen. Aber. Jetzt weiß er von nichts mehr auf einmal, ne? Was? Die mobben mich doch. Ich habe doch jetzt extra 500 bezahlt. Hallo? Das hat man nicht so. Warum kauft ihr nicht bei mir ein? Ich habe die beste Ausrüstung der Stadt. Ich bin ein Boss, red nicht so mit mir. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ja. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Das ist das Mindeste. Seht. Die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Mann des Volkes. Mit zwei Bürgern Roms gegen die Unterdrückung durch die Borgia kämpfen? Und sie für die Assassinen-Gilde rekrutieren. Okay. Alles klar. Au, fuck! Gebt mich auf! Okay. Dann eben Umarmung. Umarmung ist immer cool.
Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft gegen die Unterdrückung. Wenn ihr mögt, kämpfe ich mit euch. Das wollte ich doch noch hören. Das wollte ich doch nur hören. Okay, hier gibt es sehr viel Unterdrückung. Das finde ich nicht gut. Muss ich nochmal betonen, nicht gut. Auch wenn mir das gerade in die Hände spielt und so, in die Karten spielt und ja, und nice. Oben, oder? Da unten sehe ich nichts. Nee, ist da hinten. Wisst ihr, ihr werdet genauso lange leiden, bis ihr endlich anfangt zu reden. Ihm nach! Ja, dann kommt erstmal runter. Okay, easy. Die Befreiung Roms hat begonnen. Oh, grazie. Ich bin kein Krieger, aber wenn ihr wollt, werde ich euch folgen. Okay. Das lief doch schon mal gut. Stehen. Ich gehe. Weil ich weiß, dass ich da nichts zu suchen habe. Today. Bin halt eins schlauer Assassine. Der betrunken ist. Oh, die Rüstung geht kaputt. Hier hinten? Oh. Was war das jetzt für ein Lag? Was ist denn hier los? Wer war das? Dieses Monster, Malfatto! Sati! Da lang! Serientäter Malfatto ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Eliminiere! Oh Mina, du solltest doch nicht mehr herkommen. Ist natürlich kaum auffällig hier, ne? Okay. Das ist ja Quality of Life, da muss ich gar nicht mehr springen. Das war ja cool. Lauf, nicht umsehen. Lauf leiser. Lauf, los, Irrsinn. Ich war's doch gar nicht. Nur weil ich ein Schwert in der Hand habe, heißt es nicht, dass ich damit umgehe oder so. Oder wie? Ist ja fast so, als würde der Teil nicht einfach so Brotherhood heißen. Ja, okay. Hast du recht. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
dachte, das ist sowas wie Neighborhood. Dass ich einfach nur ganz viele Nachbarn habe. Und wir uns dann um den Zaun streiten. Da weint jemand und ich laufe einfach weg. Nicht mein Problem. Oh doch, das ist mein Problem. Der hier weint. Ach, verdammt. Scheiße. Bambino, warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Er machte mir Angst. Das ich dachte, das war hinter mir. Aber du bist sehr tapfer. Bring dir meine Mama zurück. Menschliche Fracht. Silvestro Sabatini finden, eliminieren und seine Sklaven befreien. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Straße runter. Wollte die Karte öffnen, bitte? Nur die Straße runter ist ja nun mal gut gesagt hier, ne? Ist schon ein bisschen weiter. Weg. Rede mit keinem, auch nicht mit meinem Onkel. Nein, du gehst jetzt zu ihm und kriegst ihn einfach an. Ja, richtig. Das ist eigentlich eine gute Idee. Anstrengend. Unbemerkt. Was? Ach, erstmal verfolgen. Wie lange das jetzt geht. Sieh, der kann nicht mal laufen. Rennt der jetzt auf einmal? Seid ihr Sklaven? Keine Arbeit, kein Geld für Essen. Okay, die haben keine Arbeit, sind keine Sklaven. Kein Essen, das würde wieder passen, aber... Ne?
Da steht er gerade, ne? Die Entführungen müssen weitergehen. Aber Kinder, Silvestro. Um seine Macht zu wahren, muss Cesare das Volk kontrollieren. Furcht hält sie ruhig. Ich kann euch kaum ansehen. Bitte, Valencia. Bald haben wir all das hinter uns. Fürchtet ihr ihn etwa? Wen? Lasst mich einfach leben! Ich muss hier verschwinden. Hihi. Das macht Spaß. In pace. Schnell! Ui. Achso, der ist schon tot. Hey, nicht auf mich. Ich bin dein Chef. Nice. Augenschlag? Mögest du Frieden finden. Neuer Rekrut. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Beatrice Simoni ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Ach, das sind diese E-Mails. Okay. Okay, dann haben wir jetzt meine E-Mail gelesen. Interessant. Dann schnappen wir uns diesen. Diesen Punkt hier. Warte mal. Natürlich gibt es Schnellreise. Ich habe das doch schon kennengelernt. Durch die Tunnel. Das ist doch die Schnellreisefunktion. Fällt mir gerade so ein. Ich müsste nur reparieren. Klar, logisch. Ich bin dumm. Oh. Wir nehmen die Brücke. Ich glaube, die E-Mails waren außerhalb vom Animus. Auch. Auch. Das Anhängersystem war damals richtig innovativ. Ja, das glaube ich. Also das ist ungewöhnlich gut für dieses Spiel. Ist mal was anderes. Also wenn man das mit damals vergleicht, ist es wirklich was anderes. Und mir gefällt das. Macht es ein bisschen entspannter. Ezio, hierher. Die Stimme. Ist das Da Vinci? Unerwarteter Besucher, die Quelle der mysteriösen Stimme finden. Ezio, komm her. Ezio, hierher. In einem Karton. Kiela. Ezio. Leonardo. Oh, Da Vinci. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amico. Komm her. Ist ja alt geworden. Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß.
Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Das kriegen wir hin. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vatikano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Okay, cool. Oh mein Gott, ich setz mich hin. Doppelklinge. Klettersprunghandschuhe. Ermöglicht schnelleres Klettern. Oh. Giftpfeile. Pfeile nutze ich aber selten. Aber könnte vielleicht interessant werden. Aber ich hole erstmal die ersten zwei Punkte. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Der lässt mich aber lange warten. Jetzt krieg ich doppelt so viele. Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Okay. So läuft das also ab. Uff. Das ist ein bisschen weit. Gut, dann müssen wir ihn eher wieder finden. Halt. Hey, ich bin kein Idiot. Bin vielleicht ein bisschen dumm, aber ich bin kein Idiot. Alle Römerinnen zu einer besonderen Einsegnung an ihrem 14. Geburtstag vorstellig werden. Alle. Sorry. Die Welt an sich ändert sich nicht. Wir müssen uns ändern, um sie zu verstehen. Ihre Geheimnisse können nur durch sorgfältiges Studium gelüftet werden. Aber man lehrte uns... Entschuldigen Sie bitte. Ja, gibt es. Ich bin Künstler. Und ich kann kunstvoll schwingen. Und sagen. Kann nicht jeder. Oh, mein Pferd hat eine neue Farbe. Okay. Kunstvoll schwingen. Zieh die Hose wieder an. Nö. Du wolltest das so? Du kriegst es so. Wie cool. Und ich reise einfach weiter. Du dahin. Oh, ist aufgestiegen. Okay, das gibt's auch. Geil. Das ist gut gemacht. Gib die Straße frei für die Guardia. Das ist auch gut. Ich habe ein neues Pferd.
Hi, hi. Das hat wohl mit der Quest zu tun, die wir jetzt machen. Oder später, das kann auch sein. Kriegspläne. Den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Okay. Also schon. Easy. Ey. Sag mal. Aber die sind wenigstens höflich und warten erstmal. Sofort loslassen. In der Hölle. Okay, ich dich auch. Tschüss. Gut, das war ja easy. Das war ja easy. Vielleicht direkt hier weiter. Naja, das heißt direkt. Ich muss ja erstmal reinfinden. Und nicht Donau? Nein, nein, rein. Okay, easy. Schienengewehr. Überlegene Feuerkraft. Leonardos Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten kann. Sie darf nicht in den Händen der Borgia verbleiben. Gut, gut. Let's do it. Ist also da hinten. Gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen. Ja, ist klar. Ist okay. Ich bin OP. Wunderschön, Melodia. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Okay, der dreht sich weg. Das ist gut. Vergleich das Spiel mal mit Assassin's Creed 1. Das ist um Welten besser geworden. Oh ja, definitiv. Wo man sich beim ersten Teil noch durchgequält hat, macht dieser Teil richtig Spaß. Das stimmt, das stimmt. Oh, das sind die Pläne. Besser, Erkältung haut wieder ab. Oh, sehr schön. Dann aber trotzdem weiterhin gute Besserung, ne? Und selbst? Alles tippitoppi. Alles tippitoppi. Ich habe richtig Bock auf dieses Game. Und die Woche ist auch bald wieder um. Oh, ich freue mich. Achso. Das Ding ist da. Ah. Das Ding ist da hinten. Wo ich da hoch? Nö. Mach dich. Aber müde bin ich ein bisschen. Ah, das ist okay. Müde darf man sein. Guten Tag.
kann mich nicht hoch, ne? Ja. Offiziell hat mich immer noch keiner entdeckt, ne? Das ja. Insane. Bewegt das sich auch mal? Nö. Muss da hinten runterkommen am besten. Entdeckt werden ist wieder erlaubt. Haha. Boom, bitch. Ob unser Brock eventuell doch noch mehr Lust bekommt auf die Teile nach 3? Ich werde nur nicht mal 3 spielen, also. Nee. Also, ich habe mir zwar Teil 4 geholt, Black Flag, aber. Nach der Ezio-Trilogie ist es für mich vorbei. Und Teil 4 Black Flag habe ich mir nur geholt, weil ich das damals auf der PlayStation gespielt habe. Das halt so günstig im Angebot war, aber. Nee. Au. Er trifft ja. Das habe ich ihm nicht erlaubt. Schließt halt die Story und Desmond ab. Ja, dachte ich schon, aber. Mal gucken. Es wird ja nach diesem Teil ja erstmal ein großes Projekt laufen. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Und dann stehen schon die nächsten Projekte an. Was soll ich denn? Hä? Wollt ihr mich verkackeiern? Ach so, indem ich sie ramme. Ah. Okay, hab verstanden. Könnte mich auch mal heilen, ne? Ich wusste gar nicht, dass Assassin's Creed so ein Ballerspiel ist. Was machen meine Pärchen da? Erwischt. Und es hat Boom gemacht. Ja, die Pärchen, die schmecken gut. Ich meine, was?
Nom, 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 nom. Wie viele Kugeln hat das Teil? Geschafft. Easy. Ach, ich hätte niemanden töten sollen. Ja, puh. Ah, ne? Kommt man zu spät. Da kommst du zu spät. Oh, jetzt habe ich das L für Leonardo. Was ist da hinten? Oh, ich muss jetzt unbedingt meine Rüstung reparieren. Unbedingt. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Warte mal, Leonardo ist auch hier. Sehr schön. Was soll ich für dich herstellen? Alles, was du hast, Babe. Gib's mir. Bene, ich bin bald wieder da. Bin ich Bene? Ich bin Ezio. Ezio Autoradio. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Stimmt, wo ist mein Pferd? Ja. Hey, das ist das Pferd, was wir geklaut haben. Das ist nicht mein Pferd. Aber okay. Dann ist es jetzt mal meins. Es kann zumindest gut springen. Wir müssen in die Stadt, das heißt um Kolosseum rum. Ich nichts mehr reden können. Trotzdem jetzt mal gucken. Ja, das passt. Ach, wir gehen eh in unseren Unterschlupf. Ja, dann, ne? Das ist ja dann perfekt. Da können wir gleich unsere Rüstung reparieren. Dann passt bitte. Gehen wir mal hier kurz nochmal ran. Ich hab mal Bock zu interagieren.
jetzt auf Stufe 2. Nice. Automatisch aufrüsten. Aufträge mache ich nicht. Natürlich ist mein Pferd wieder weg. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Mehrere Belohnungen ausgesetzt. Einzelheiten entnehmt bitte den Aushängen in der Cheetah. Der Cheetah Banane oder was? Bist du gut rum? Ach egal. Tschüss. Ja, locker. Wieder locker von einem Hocker. Ich gehe hier nicht. So, erstmal Bank, Geld holen. Sind nicht mit Gold auf. Haufen 700. Weiß. Oh, Armschütze. Ja, damit. Alles reparieren. 60 Franken. Franken wieder, ne? Ist egal, wir nennen das jetzt Franken. Das bleibt jetzt so. Das ne, ist okay. Streithammer. Schaden ist halt nicht so top. Ach, egal. Gönnung. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay. Sequenz 4 geht noch weiter. Nice. Ah, hier unten. Oh, wow. Nee, doch nicht. Bin jetzt irritiert. Vielleicht sollte ich den Plan angucken. Oder auch nicht. Doch, angucken. Gut, weiter. Wo willst du hin?
Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Ach, oh, das war schon schön. Vittoria agli Assassini. Das war schön. Oh. Ich hab's gejinxt. Sequenz 4 ist beendet. Prinzessin in einer anderen Burg. Sequenz 5, der Bankier. Wo war da mal neue Gegenstände beim Schmieden? Kriegen wir noch mal Geld? Nee. Schade, hätte ja klappen können. Wir haben ein Oh, Brustschutz. Oh. Sogar noch besseren Brustschutz. Schulterplatten. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich würde sagen, Sequenz 5 ist dann perfekt für morgen Abend. Weil ich muss doch leider gestehen, ich bin ziemlich durch für heute. War auch ein ziemlich langer, anstrengender Tag. Dass wir jetzt hier eine Sequenz abgeschlossen haben. Perfekt. Perfektes Timing. Würde ich sagen. Ja, morgen wird auch nochmal ein langer Tag. Deswegen hoffe ich. Oh. Deswegen hoffe ich, dass ich morgen vielleicht ein bisschen länger machen kann. Ich habe noch ziemlich Bock auf das Game. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf mein Bett. Mm. Ja, also, das, was Trixe sagt, das ist ein Riesenunterschied zum ersten Teil. Und ich muss sagen, die Reihe wird immer besser. Nur weiß ich halt, dass die modernen Spiele jetzt nicht so mein Fall sind. Das kommt noch dazu, aber Brotherhood macht Bock. Macht richtig Bock. Deswegen ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir morgen 19 Uhr direkt weitermachen. Und am Freitag auch nochmal. Das ist eine gute Idee. So, nachdem wir ausreichend Pferdchen getötet haben. Tja, wollte ich euch jetzt eigentlich wegschicken, nicht weiterschicken. Ja. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Aber wir raiden jetzt heute mal Fischi. Das ist doch mal... Ja. Bei ihm gibt es heute Call of Duty. Why not? Und irgendwie will mein Stream Deck nicht. Jetzt. Jetzt. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen schönen Abend, Melodia. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für alles. Und ich würde mich freuen, wenn wir morgen zusammen in die nächste Runde gehen. Ich freue mich. Weil dieses Game möchte ich bis nächste Woche durchhaben. Wird cool. Und jetzt... Viel Spaß bei Fischi, wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. Macht's gut. Tschüssi.